Bestimmt erinnern Sie sich an dieses Buch und an den bezaubernden Film. Auch der zweite Roman von Erik Malpass wurde ein Bestseller. Natürlich sehen Sie auch ihn in Kürze in Ihrem Kino. Und Gaylord, den alle lieben, sorgt wieder für den nötigen Wirbel. Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft. Keiner in der Familie ist vor ihm sicher. Besonders mit ihr, der kleinen Emma, liegt er sich dauernd in den Haaren. Und Emma ist eine richtige Nervensäge. Meinst du, du kannst mich nicht leiden? Ja. Aber du kannst nichts dafür, dass du ihm auf die Nerven gehst. Gute Nacht, Onkel Jocelyn. Gute Nacht, mein Kleines. Schlaf gut. Was machst du denn hier? Ich denke, du schläfst längst. Wie kann ich denn schlafen, wenn ich mal muss? Ist Emma nicht dumm? Sie sagt, du wärst in Papst verliebt. Ach, Emma sagt viel. Jetzt bist du rot wie eine Tomate. Jocelyn, würdest du mir ausnahmsweise eine klare Antwort auf eine klare Frage geben? Ja, natürlich. Hast du Jenny jemals geküsst? Nein. Weißt du, was Jenny mir gesagt hat? Sie liebt Jocelyn. Hättest du das für möglich gehalten? Warum nicht? Sie ist jung und hat das Recht, dumm zu sein. Emma ist furchtbar. Bleibt sie wirklich die ganze Ferien hier? Ich denke ja. Sie ist vielleicht ein bisschen sonderbar. Aber kleine Mädchen sind manchmal so. Da hast du nur Glück, dass ich ein Junge bin. Was da noch alles kommt an frohen Sommertagen und in geheimnisvollen Mondnächten, ist gar nicht zu beschreiben. Wer es versäumt, mitzuerleben, wie Gaylord und Emma ihre Umwelt durcheinander bringen, bringt sich um ein echtes Vergnügen. Hier ist ja gar kein Strandkorb. Dafür sind wir hier allein. Wo soll man sich denn hier ausziehen? Gib nicht so an, so schön bist du nicht, dass alle Leute hingucken. James Last komponierte auch diesmal wieder die Musik für diesen beschwingten Familienfilm. Musik für Millionen erklingt in einem Film für Millionen. Regie führte Wolfgang Liebeneiner. Gaylord, bist du drin? Tante May! Tante May, Tante May! Gaylord ist auf dem Hof im Klo und raucht eine Zigarre. Bitte! Ah! Was ist denn nun schon wieder los? Du bist ein Arschloch! Eine liebenswerte Familie freut sich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Besonders Gaylord.